Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie es nun einmal so ist, wurden während der Gamescom in Köln einige interessante Details zu den kommenden Halos veröffentlicht. Darunter die Master Chief Collection und natürlich Halo 5. Die Master Chief Collection wird Aussagen von 343-Mitarbeitern zufolge das exakt selbe Ranking-System wie Halo 2 erhalten, was die Veteranen unter uns sehr erfreuen dürfte. Auch wurde eine weitere der für Halo 2 Anniversary überarbeiteten Maps bekannt gegeben, Sanctuary. Sie ist somit die vierte bekannte Map der sechs versprochenen und wird im endgültigen Spiel als Shrine, neben den Remakes für Coagulation, eher bekannt als Bloodgulch, Santima und Ascension zur Verfügung stehen. Folglich bleiben nur noch zwei Maps, von denen nichts bekannt ist. Auch wurde das interaktive Map-Element von Sanctuary gezeigt. Kostenlose Wasserfälle für alle. Oh, look at that! Isn't that! So this is one of the new things we've done on the maps. All of these maps have a dynamic element. Okay. So it's going to let you do something. Weiterhin wurde der Halo Channel angekündigt, der wohl die betagte Halo Waypoint App ersetzen wird. Auch ist dieser wohl als Universal App entwickelt worden und wird somit neben der Xbox One auch auf Windows 8.1 und Windows Phone 8.1 Geräten verfügbar sein. Der Halo Channel erlaubt es dem Halo-Fan, die Community, die Hintergrundgeschichte, die E-Sport-Szene und sonstigen Halo-Content in einem ansprechenden Interface zu erleben. Scheinbar wurde dafür auch mit Twitch zusammengearbeitet, was das Präsentieren von Halo-bezogenen Streams ermöglicht. Ebenfalls soll der Halo Channel als Sprachrohr der Community dienen und die Entwickler mit Feedback versorgen. The Halo Channel to be this great complementary experience with the beta. So it's not just for us to be able to push entertainment to you, it's also for the viewer and the player to kind of give information back to us. We'll be running all of this. Offen steht, ob der Halo Channel auch für andere mobile Betriebssysteme veröffentlicht werden wird. Hierzu wurde meines Wissens nichts Näheres bekannt gegeben. Als letztes wurde natürlich auch nochmal über die Halo 5 Beta gesprochen. Diese wird für alle Käufer der Master Chief Collection am 29. Dezember starten und bis zum 18. Januar verfügbar sein. Damit erscheint sie gut 10 Monate vor der Veröffentlichung von Halo 5 und gibt den Entwicklern viel Zeit, auf das erhaltene Feedback zu reagieren. Insofern klug, dass sich Microsoft mit dem Halo-Franchise keinen weiteren Fehltritt mehr leisten kann. The beta will run from December 29th through January 18th for a period of 3 weeks. Inkludiert sind 7 kleine bis mittelgroße Maps, darunter eine, die Midship sehr ähnlich sieht. Diese werden in 3 4 gegen 4 Spielmodi gespielt. 7 maps, we have 3 modes. Looking at small maps that are really tailored to 4v4 combat. The focus of the beta is going to be on 4v4 arena gameplay, which is really, you know, getting back to that legacy of competitive gameplay that's always been at the heart of Halo's multiplayer. Für den nötigen Wumms sorgen 11 Waffen, die euren Spartans zur Verfügung stehen werden. Auch wird euer virtueller Held mit 7 Panzerungssets bestückbar sein, um euch etwas Individualisierung zu bieten. 11 sandbox weapons that are going to be included and 7 armor sets that you'll be able to customize your Spartan with. We've also got fair start. So what that means is no one's going to have a different loadout than the other person. Every member of red team is going to be the same as every member of the blue team. Bekannt gegeben wurde außerdem, dass manche Errungenschaft in der Beta auch in das vollständige Spiel übergehen wird. Das waren auch schon wieder alle Infos, die ich zur Verfügung hatte,
und ich hoffe, dass dieses Video euch geholfen hat, auf dem Laufenden zu bleiben. Auch war dies das erste Mal seit langem wieder, dass ich ein Skript geschrieben habe. Und ich dachte mal, ja, probiere ich mal aus. Vielleicht gefällt es ja einigen besser als das, was ich sonst immer mache, wenn ich frei spreche. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Für weitere News und Infos bezüglich Halo kann ich euch natürlich auch nur empfehlen, dass ihr mal wieder auf Halo Cluster vorbeiseht. Dort macht nämlich der Flash Tigers HD zusammen mit seinem Bruder Dark Shark Forge HD irgendwas, keine Ahnung, tut mir leid, nämlich die Halo Cluster News, und dort werden natürlich sämtliche News rund um Halo präsentiert, auch visuell anspruchsvoll, und ja, die machen das deutlich verlässlicher und öfter als ich. Somit, wenn ihr an Halo News im Generellen interessiert seid, schaut unbedingt mal auf Halo Cluster vorbei. Und ja, falls ihr natürlich auch noch an Halo-Infos in Textform interessiert seid, könnt ihr gerne auch nochmal in der Beschreibung vorbeisehen. Dort werde ich euch auch die ein oder andere Website präsentieren, die es sich doch mal lohnt anzusehen, denn lesen sollte ja auch mal nicht schaden, schätze ich. Und wird im endgültigen Spiel als Shrine neben den Remakes für Coagulation, dieser Name. Sie ist somit die vierte bekannte Map der sechs versprochenen und wird im endgültigen Spiel als Shrine neben den Remakes für Coagulation inkludiert. Sind inkludiert sind sieben bis inkludiert sind sieben kleine bis mittelgroße Maps, darunter eine, die Midship sehr ähnlich sieht, die in drei 4 gegen 4 Spielmoni... Inkludiert sind sieben kleine bis mittelgroße Maps, darunter eine, die Midship sehr Inkludiert sind sieben kleine bis mittelgroße Maps, darunter eine, die Midship sehr ähnlich sieht. Diese werden in drei 4 gegen 4 Spielmodi gespielt. Auch zusammen mit seinem Bruder Dark Shark Forge irgendwas, keine Ahnung, tut mir leid. But I mean, you know, these, what's great about these multiplayer maps, right? You know, 60 frames per second. 1080p. Oh my god. You can see the smoothness. You can just see how crisp and beautiful these maps are. The vistas are gorgeous. And you know, we've done a couple of other interesting things. It feels, because of the way the lighting is, it feels completely